Mensch gegen Maschine. Das verrückteste Rennen mit André und die Morgenmädels. Es ist quasi alles angerichtet für den Wettkampf Mensch gegen Maschine. Unser André von André und die Morgenmädels hat gemeinsam mit seinem Laufteam diesen Dampfer hier im Hintergrund rausgefordert. Er will schneller sein. Von Pirna geht's nach Dresden und der Stadtläufer der Staffel ist Tobias Emmerling. Tobias, bist du bereit? Ich bin bereit, kann losgehen. Ich glaube, dann ist alles angerichtet. Wir gehen aufs Boot zu Christine. Okay, Rainer, das Laufteam an der Seite steht in Position. Der Stadt Wählen ist auch in Position. Rainer, Sie sind der Chef, Sie geben das Startzeichen. Jetzt startet gleich unser Experiment. Rainer Fichte. Auf geht's. Am Start in Pirna hatte unser Hörergewinner Tobias Emmerling gleich mal einen Meter gemacht, lief einen kleinen Vorsprung heraus. Schritt für Schritt arbeitete er sich geschmeidig über die ersten 5 Kilometer. Unterstützt wurde er dabei vom Ultramarathonläufer Hartmut Kohn. Den Dampfer Stadt Wählen immer im Windschatten. An der Strecke immer wieder schaulustiger und die unterstützten natürlich das Läuferteam. Aber auch auf dem Dampfer drückte die Mehrzahl André und seinen Läufern die Daumen. Beste Stimmung dort? Die Maschinen arbeiteten mittlerweile im Gleichklang. 180 PS auf vollen Touren. Dann der erste Wechsel. Nach Tobias Emmerling kam die Volleyballerin Steffi Kuhn vom DSC. Immer wieder wechselte jetzt die Führung. Mal hatte der Dampfer eine Nasenlänge Vorsprung, mal die Steffi. Sie kämpfte sich über das zweite Teilstück und übergab dann an den Eishockeyspieler Sergei Sakjan von den Dresdner Eislöwen. Und der 19-Jährige lief geschmeidig, ließ sich auch nicht beirren, wenn der Dampfer mal in Führung lag. Der gebürtige Moskauer spulte seine Distanz wie ein gut funktionierendes russisches Uhrwerk ab. Und dann der Schlusswechsel am blauen Wunder. André hatte den Mund im Vorfeld ziemlich vollgenommen, war vom Sieg seines Teams fest überzeugt. Doch nach dem Wechsel drehte der Dampfer auf, hatte Vorsprung an der Waldschlösschenbrücke. Doch mit einem phänomenalen Schlussspurt schaffte André auf den letzten Metern noch die Wende und lief als erster dem Zielstrich entgegen. Mensch gegen Maschine. Das verrückteste Rennen mit André und die Morgenmädels.